Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin, moin, Servus, Grüße und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einem Watchface für Wear OS, dem Watchface Health Watchface 44 von Litness. LIHTNES. Aktuelle Versionsnummer 1.9.0, Android 5.0 oder höher ist die erforderliche Betriebssystemversion und bei 81 Gesamtbewertungen gibt es eine Durchschnittssternebewertung von 4,8 von 5 Sternen. Ich glaube nicht, dass das Watchface kostenfrei war, aber meistens bewegt sich das ja doch so, ja, irgendwas zwischen 1 und 3 Euro. So, sag ich mal, jetzt einfach so. Und im Zweifelsfall wird auch dieses Watchface so sich in diesem Preisbereich bewegen. Es ist ein digitales Watchface, ein sportliches digitales Ziffernblatt, so wird es beschrieben. Es gibt 6 Komplikationen, 30 verschiedene Color Themes, 2 Icon Shortcut Complications, 4 Short Text Complications, Datum, Tag, Batterie, Puls und Schritte werden angezeigt. Tap to measure heart rate, also um Puls zu messen. Ein volles Always-on-Display gibt es. Und Wetter und so weiter wird angezeigt, um genau zu sein. Wetter hat, ja, wie gesagt, ihr könnt euch zum Beispiel Sonnenaufgang, Sonnenuntergang anzeigen lassen. Batterie, habe ich gesagt. Etc. pp. Das Ganze sieht wirklich sehr schick aus, meiner Meinung nach. Und es ist tatsächlich momentan mein Watchface der Wahl, wenn ich irgendwie Sport mache, weil die Uhrzeit ist hier in der Mitte und wird sehr schön groß angezeigt. Und ich habe einen Watchface für den Alltag. Und hier habe ich mir dann halt auch die Complications draufgepackt, die ich irgendwie für Sport benötige. Sei es jetzt irgendwie direkt Zugriff auf Samsung Health oder wie gesagt Puls etc. pp. Health Watchface 44. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.